Und hiermit herzlich willkommen zurück zu Paper Mario, die Legende vom Millionentor. Bevor wir die Nebenquests machen, will ich erstmal kurz im Westend gehen, weil da war ja noch das eine Tothaus, wo wir unsere neue Fähigkeit einsetzen können. Da war ja oben so ein kleiner Schacht. Deswegen gehen wir doch einfach mal da rein. Und das wieder eine Insigne der Sonne. Ich wollte noch mal kurz nachgucken, wie viel bei wieder 5. Also, ich würde mal sagen, auch für die nächsten zwei Partner haben wir gut vorgesorgt. So, Luigi habe ich jetzt noch nicht gefunden. Wenn ich eh schon hier bin, dann aktiviere ich mal kurz die Abkürzung. Ich denke mal, wir müssen eh wieder ins vierte Gebäude rein, ne? Ich glaube, ich muss hier lang, ne? Für die Abkürzung. Komme ich denn da raus? Ach hier, war die Röhre vorher auch schon da und ich habe die nicht gemerkt. I don't know. Alles, was ich jetzt weiß, ist, dass wir die Nebenquests machen. Und zwar ist Wario. So, legendäres Buch, Racelet. Ich möchte, dass jemand das legendäre Kochbuch für mich sucht. Der Ort, an dem es sich befindet, ist so gefährlich für mich, schwache Person. Komm zunächst in mein Haus am Rolliger Markt, dort erkläre ich dir die Details. Haben wir nicht das Kochbuch schon gefunden? Ein altes Kochbuch, offensichtlich von Ernährer. Es wäre so lustig, wenn das Kochbuch ist, was wir benötigen. Mein Name war das eine schnelle Quest. Ungewollt. Oh, du übernimmst den Auftrag? Diese Sache ist von enormer Wichtigkeit, also hör gut zu. Vor langer, langer Zeit gab es einen legendären Koch mit dem Namen Ernährer. Es heißt, wenn man sein Buch liest, wird man befähigt, die tollsten Sachen zu kochen. Allerdings handelt es sich um ein sehr altes Buch, das nicht mehr im Handel erhältlich ist. Aber ich habe gehört, dass der ehemalige Bewohner der Spukabtei dieses Buch besaß. In der Abtei soll es ein verstecktes Zimmer geben. Bestimmt liegt es dort irgendwo vergraben. Ich muss dieses Buch unbedingt bekommen und lesen. Bitte besorge es mir. Oh, das ist es. Das Buch von Ernährer. Gib her, schnell. So also. Tralalala. Tralali, tralalu, tralau. Wasser. Einmal rühren. Kochen. Wenden. Und fertig ist das Mondgesicht. Aus Pilz und Honigsirup habe ich einen Honigpilz gemacht. Endlich kann ich Gerichte kochen, die aus zwei Zutaten bestehen. Ein wahrhaft famoses Buch und ich kann es sofort nutzen.
Ich danke dir, nimm das hier als Belohnung. Leider kannst du gar keine Items mehr tragen. Ich hebe ihn für dich auf, du kannst ihn jederzeit holen. Da ich nun in der Lage bin, Gerichte aus zwei Zutaten zu kochen, komm vorbei, wann immer du Appetit hast. Ich werde dir zauberhafte Speisen zubereiten. 5 KP und 5 BP. Komm, ich brauche keinen Buhlaken. So, Zeit für die zweite Quest. Orden. Ich bin auf der Suche nach einem seltenen Orden. Details erkläre ich dir dann. Wir treffen uns auf dem Dach des Hauses von Wastelet. Der Name des Auftraggebers ist unbekannt. Vielleicht ist es ein furchtbarer Kerl. Und diesen Auftrag willst du übernehmen? Ja, schön, dich gekannt zu haben. Den Dach von Wastelet. Also müssen wir ja erstmal zum Ordensshop. Da können wir auch mal reinschnuppern. Aber erstmal schaue ich mal kurz hier im Laden wieder um. Hat neue Ware. Cool bleiben. Zeigt das Timing für Trickkommando an. Ja, no. Ich bin wieder pleite. Dampf mal der Angriffskraft mal ist. Na, brauchen wir jetzt nicht. Ruhe bleiben. 1. Hammerwurf. Blumensegen. Komm, Multisprung setze ich kaum ein. Dann weiß ich ja jetzt immer, wann ich drücken muss. Oh, guck mal, hier ist Luigi. Ich komme gerade von der Isla Vanilla und stell dir vor, da habe ich schon wieder einen Teil des Wunderkompasses gefunden. Ich wette, so aufregende Abenteuer erlebst nicht einmal du. Soll ich dir davon erzählen? Es ist allerdings eine etwas längere Geschichte, mal wieder. Die Isla Vanilla. Also, das ist eine lange Geschichte. Unser Schiff erreicht die Isla Vanilla und wir hören etwas. Wir hören einen gewaltigen Lärm auf der ganzen Insel. Auf dieser Insel werden jeden Tag Autorennen veranstaltet. Und der Sieger im Rennen wird zum König gekrönt. Wir kommen genau zur Preisverleihung an der Strecke an. Und die Trophäe für den Sieger ist ein Pokal. Und die Verzierung ist ein Stück von dem Wunderkompass. Ich muss also unbedingt an den Rennen teilnehmen. Einen Kart bin ich ja schon öfter gefahren und gar nicht schlecht. Aber dieser Wagen haben viel mehr Power als so ein Kart. Außerdem sind die bewaffnet. Raketen, Bazookas, alles. Als ich das sehe, wird mir doch ein wenig mulmig. Aber jetzt. Ich reiß mich zusammen. Ich muss an so einem Rennen teilnehmen. Und dann kommt der Tag des Rennens. Des Rennens. Meine Kiste ist absolut mega stark, wie sie am Start steht. Smaragdblitz, so hieß das Gefährt. Beim Start gebe ich sofort Gas wie ein Besessener. Aber ich bin noch im Rückwärtsgang. Ich setze den Smaragdblitz rückwärts gegen die Mauer. Ich bin letzter und mein Wagen ist Schrott. Aber dann, kurz hinter dem Start, krachen alle anderen Wagen ineinander. Und so schaffe ich es dann doch noch, das Rennen zu gewinnen. Das neue Teil des Wunderkompasses zeigt mir wieder den Weg. Diesmal muss ich nach Sängerstadt, weit nach Osten. Und wieder höre ich diese Stimme, die Stimme der Prinzessin. Prinzessin Eclair. Wenn ich nur den Klang ihres Namens höre, dann... Ich werde sie auf jeden Fall befreien. Süße Prinzessin, warte auf deinen Retter. Also jedenfalls bestieg ich das nächste Schiff. Und so kann ich dann wieder nach Rohlingen. Und jetzt bin ich hier. Soll ich noch etwas erzählen? Nein, bitte nicht. Ich bin eh schon müde genug. Mein Name ist Schraub.
da er mich auf Knie angefleht hat, habe ich ihm die Maschine geliehen. Dieser verdammte Mistkerl, in Sekundenschnelle hat er die Maschine völlig ruiniert. Och, bis ich die 5000 Münzen für die Reparatur zurückhabe, weiche ich nicht von ihm. Also sind seine Geschichten wahr? Jetzt will ich ein Spiel mit Paper Luigi. Hat niemand gesehen. Das war alles geplant. Entschuldigung. Die Nisa konnte ich mir nicht mehr verkneifen. Was haben wir hier? Kampfu, Portuna, Eisschlag. Dieser Schlag verwandelt Gegner in eisige Skulpturen. PP-Segen. Durchschlag dieser Hilfe für Gegner und führt zu Kontrollverlust. Was haben wir hier? Superstar. Schembrosche. Das Action-Kommando wird schwerer auszuführen. Nein. Ausweichen wäre schön, aber ich habe nichts zum Verkaufen. Komm mal ein andermal wieder. Du bist die Auftraggeberin? Meine süße Mr. Schnauzer, ich bin die Auftraggeberin. Ich bin so froh, dass du den Auftrag übernommen hast. Lass uns also gleich über das Geschäftliche reden. Ich habe zwar endlich herausgefunden, wo der seltene Orden versteckt ist, aber ich kann ihn einfach nicht finden. Er muss irgendwo in Logards Burg sein. Nein, schon wieder. Als ich hörte, dass du Logard besiegt hast, habe ich mich auf den Weg gemacht. Aber in den Zimmern der Burg konnte ich nichts finden. Ich weiß zwar nicht warum, aber man braucht wohl Wind, um den Orden zu finden. Suchst du ihn für mich? Du bist meine letzte Hoffnung. Man braucht Wind, der kann ja überall sein. Die ist gut. Dann tut es mir leid, dann muss ich euch leider mal wieder austauschen. Aber warum? War irgendwo in der Röhre? Beziehungsweise wo man die Rollfähigkeit braucht? Sonst wäre die Mission schon vorher da gewesen. Oh, Menno. Mein Name ist Bombom, ein alter Bombom ohne Träume und Hoffnung. Alles wäre mir recht, wenn ich doch nur etwas nutzen wäre. Der wird bestimmt auch noch wichtig. Warum sollte ich sonst ein Bombom sein? Ich brauche Münzen, also immer her damit. Ach, schön, dass ich jetzt nicht mehr aufpassen muss. Und wie die einfach alle weg sind. Ich kriege ja eh kaum noch Erfahrungspunkte von denen. Also von daher kann man sich das auch sparen. Meiner Meinung nach. Jetzt überall sein.
Komm, mach mal kurz einen Prozess. Indem ich einfach flüchte. Dann geht's nur wieder raus. Alle gekonnt ignoriert. Schau mich erstmal so um. Ah, man sieht es sogar. Sehr gut, wenn ich A drücken muss, wenn ich dann noch reagiere. Das ist eigentlich sehr gut. Ich habe doch gedrückt. Warum bist du nicht gesprungen, Mario? Ich drücke. Genau da, wo es aufploppt. Habe ich vielleicht ein Delay drin? Das würde es eventuell erklären. Vielleicht ist das in der Nähe vom Boss. Würde ich jetzt mal so sagen. Mist. Ich hab da ein Delay drin. Ich hab definitiv ein Delay drin mit dem Controller hier. Ich spiele nämlich mit diesen Mikro Pikachu Pro Controller. Schon mal nichts. Hier ist einfach auch nichts. So langsam nervt ihr.
5 Scherben mit dem Hammer. Läuft. Warum nicht? Die nehmen wir uns nämlich noch mit. Ja, perfekt gelandet, würde ich mal sagen. Vorstellen, dass es da ist beim Boss, weil da war sie ja nicht. Weil sie hat ja erst gehört, dass wir den besiegt haben. Also, oder? Autsch. Boah, ich habe keinen Bock, gegen euch alle zu kämpfen. Bringt mir eh keine Erfahrungspunkte mehr. So, ich wollte den eigentlich kloppen. Kommt bestimmt so ein Rematch. Ist aber nichts. Mich gleich verarscht. Irgendwo ist echt sehr guter Hinweis. Echt. Wirklich. Das kann ja überall sein. Na gut, ich sehe aber auch schon, dass wir wieder 25 Minuten haben. Ich würde mal sagen. Boah, können wir denn sonst noch gucken? Vielleicht in den Raum, wo wir unsere Fähigkeit gekriegt haben. Vielleicht ist da noch irgendwas. Dachtest du so?
Da brauche ich doch keinen Wind, da brauche ich doch einen Partner. Vielleicht ist es auch eine Quest für später. Ich gehe mal davon aus, dass es eine Quest für später ist. Bei oben war nichts mit Wind. Und sonst habe ich ja auch nichts gesehen. Vielleicht meinten sie mit Wind wie Wind wie im Sinne von Wind durch eine Sprengung. Das kann ich mir halt noch vorstellen. Ach, stimmt. Oder warte mal, kann ich vielleicht jetzt mit Yoshi rüberfliegen? Boah, eine halbe Stunde für nichts in dem Sinne. Ja, wir kommen jetzt mit Yoshi drüber. Okay, dann braucht man nicht mehr zu fliegen. Ist ein bisschen blöd, ne? Ich weiß jetzt nicht, ob ich mich jetzt spoilern soll, was ich machen muss. Ich entscheide das spontan. Ich gehe jetzt erstmal zurück zu Rohlingen. Und dann starten wir in der nächsten Folge, eventuell mit dem nächsten Kapitel. Ich hatte danach immer noch keine Energie. Okay, gut zu wissen. Das, was mir wirklich hier im Untergrund fehlt, ist eher die Tatsache, dass man nicht so oft gegen den Blooper kämpft, wie im ersten Teil, für die N64. Ach komm hier, extra für euch. Naja. Kann man nichts machen, ist dann auch so. Aber eventuell wissen wir dann, wo wir hin müssen, wenn wir den nächsten Partner haben. Gut, dann würde ich mal sagen, speichere ich hier wieder und sage Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal bei Paper Mario. Bis dahin, tüdelü.